Du wurdest Opfer eines Krypto-Scams und weißt jetzt nicht, was du tun sollst. Vielleicht warst du auch bei der Polizei und die sagten dir, sie können dir nicht weiterhelfen. In diesem Video zeige ich dir, was du machen kannst und wie du gegen die Betrüger vorgehen kannst. Ja, mein Team und ich helfen immer wieder Leuten, die auf einen Krypto-Scam reingefallen sind. Wir haben hierzu, falls dich das interessiert, die Webseite Hilfe bei Kryptobetrug aufgeschaltet. Da findest du alle Informationen, was wir machen. Und bei uns melden sich ja so 2 bis 3 Leute die Woche, die auf einen Scam reingefallen sind und jetzt natürlich händeringend Hilfe suchen. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Methoden, die im Internet genutzt werden, um Leute über den Tisch zu ziehen. Sei es der Enkeltrick oder sei es der CEO-Betrug, der nigerianische Prinz oder wer auch immer sich bei dir meldet, um von dir Geld zu bekommen. Aber heutzutage, also die Leute, die sich bei mir melden, die kommen immer, ich würde mal sagen, über eine ganz bestimmte Situation auf die Betrüger, auf diese Plattformen. Typischerweise geht es immer um ein Investment. Sei es ein Investment, zum Beispiel in Kaffee oder irgendwie eine andere Investitionsmöglichkeit oder dass du mit automatisiertem Trading sehr einfach Geld verdienst. Da werden auch Werbungen dafür genutzt, typischerweise von bekannten Persönlichkeiten in der Schweiz, zum Beispiel Roger Federer oder auch die Höhle der Löwen, kennst du vielleicht. Die werden auch sehr, sehr oft benutzt, um als Werbung die Leute anzulocken mit einem kleinen Investment, zum Beispiel von $200 oder 250, so in dieser Größenordnung, sagen sie, wirst du ganz, ganz einfach automatisiert Geld verdienen. Und das endet dann, wie gesagt, in sehr wilden Umständen teilweise. Also ich habe jetzt wieder jemand in der Betreuung drin, der wirklich über mehrere Monate, das waren fast 1,5 Jahre schlussendlich, immer wieder dazu aufgefordert wurde, Geld einzuzahlen und so weiter und so fort. Ich gehe da nicht detailliert aufs Thema ein, weil das ist das Ziel vom heutigen Video, sondern ich möchte dir, falls du auch Opfer wurdest von einem dieser Scams, aufzeigen, was du machen kannst. Das Wichtigste, was du am Schluss erzielen musst, das ist dein Ziel oder dein Zwischenziel, dass du eine Strafanzeige aufsetzt. Warum eine Strafanzeige? Nur dann können die Behörden auch aktiv auf die Banken, auf die Finanzinstitute, also bei den Kryptowährungen zum Beispiel, auf große Plattformen zugehen, wo die Kryptowährungen überwiesen wurden. Und das geht nur in einem Strafverfahren. Das heißt, am Schluss, das ist das Wichtigste, was du verstehen musst, das ist das Ziel, was du anstreben solltest. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie du da hinkommst. Und das zeige ich dir jetzt kurz. Möglichkeit Nummer 1 ist, dass du direkt auf die Polizei zugehst, hier wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Jeder macht Fehler, jeder macht blöde Fehler. Und wenn das bei dir passiert ist, schäme dich nicht dafür, sondern geh wirklich zur Polizei. Am besten geh hier aber wirklich zu einer Polizeistelle, wo du auch weißt, dass das eine größere Stelle ist, wo auch vielleicht sogar gewisse Experten da sind. Bei uns in der Schweiz ist es so, dass wir Polizeibehörden haben, wo auch die Staatsanwaltschaft da ein Büro hat, respektive da angesiedelt ist. Und teilweise findet man das auf der Webseite, dass die Staatsanwaltschaft auch Expertise hat in diesem Bereich Cybersecurity, Cyberkriminalität, teilweise auch Kryptobetrug. Und schau dir wirklich, dass du eine Polizeistelle suchst, wo eine gewisse Expertise da ist. Warum ist das wichtig? Ich habe das schon mehrmals jetzt erlebt, dass wenn du auf eine kleine Polizeistelle gehst, dass die Leute da natürlich, das sind 2, 3, 4 Mann da, die haben auch ihren Alltag zu bewältigen, oftmals unterbesetzt und haben sehr, sehr viel zu tun und haben auch das notwendige Wissen nicht, wie man mit dem Thema umgehen muss. Was ich dann zum Beispiel erlebt habe, ist, dass Polizisten gesagt haben, ja, jetzt kommen sie hier mit Kryptowährungen, das ist sowieso alles Betrug und da kommen sie nie mehr an ihr Geld ran und so weiter. Also teilweise sind so negative Haltungen schon per se da und deshalb ist es wichtig, dass du zu jemandem gehst, der auch gewisse Erfahrung in diesem Metier hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du zur Polizei gehst, kannst du da ja kostenlos sozusagen eine Strafanzeige erstellen. Das dauert natürlich dann viel, viel länger, weil die Behörden, die müssen dann auch die ganzen Vorfälle aufnehmen, was du gemacht hast, Beweise suchen, mit der Staatsanwaltschaft interagieren. Das dauert natürlich länger, ist aber auf der Kostenseite für dich natürlich günstiger. Das heißt, wenn du auch kleinere Beträge verloren hast, was auch immer kleiner ist, für dich sieht es wahrscheinlich anders aus, aber so typischerweise ab, ja, ich sage jetzt mal, ab 100.000 Schweizer Franken und Euro fängt es sich, lohnt es sich langsam auch, zusätzliche Hilfe zu holen. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel einen 4-stelligen Bereich verloren hast, dann ist es vielleicht für dich viel Geld,
aber ich sage dir, für die Behörden, ja, wird es dann schwierig. Das ist leider die Realität, weil Aufwand, Ertrag dann oftmals auch abgewogen werden und dann nicht so viel Druck dahinter ist, wie du dir wahrscheinlich selber hoffst. Lass dich aber nicht einschüchtern. Wie gesagt, geh zur Polizei, wenn du nicht so viel Kapital auch zur Verfügung hast, ja, einen günstigen Weg suchst, unbedingt über die Polizei und da die richtige Polizeistelle raussuchen, das findest du jeweils im Internet. Dann die zweite Möglichkeit, wenn du sagst, du hast jetzt wirklich 100.000, vielleicht sogar mehr in einem Betrug verloren, dass du jemanden suchst, der hier wirklich schnell und effizient auch vorwärts geht, dann hast du die Möglichkeit, dir einen Anwalt, einen Profi zum Beispiel zu holen. Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Du gehst zu einem Anwalt, kostet natürlich dann auch sehr, sehr schnell sehr viel Geld. Also reden wir ziemlich schnell von 15.000, 20.000 Euro Schweizer Franken, die du investieren musst, wenn du alles über einen Anwalt machen lässt. Weil ja, Kosten auch mit ihrem Spezialwissen, die müssen auch die ganzen Informationen zusammensammeln, Beweise suchen, alles aufbereiten. Die gehen dann typischerweise direkt auf die Staatsanwaltschaft zu und liefern da alle Informationen, was es auf dem juristischen Weg braucht, damit die Staatsanwaltschaft auch direkt aktiv werden kann. Die Polizei wird dann logischerweise auch involviert. Also in der Schweiz ist es so, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hand in Hand arbeitet und den Fall dann vorantreibt. Aber wenn du natürlich dir einen Profi holst wie einen Anwalt, dann hast du bereits alles zusammen. Das macht alles der Anwalt, wenn du den richtigen hast, und bereitet alles auf. Jetzt, was wir zum Beispiel hier machen, ist Folgendes. Wir stehen eigentlich dazwischen, zwischen der Polizei und dem Anwalt. Wir machen erste Vorabklärungen, forensische Analysen, also wir sammeln am Schluss auch die gesamten Beweise zusammen und gehen damit auf die Staatsanwaltschaft respektive auf die Polizei zu. Wenn es notwendig ist, ziehen wir auch noch einen Anwalt bei. Der muss aber die ganze Arbeit nicht mehr machen und dementsprechend sinken auch da die Kosten natürlich. Und vor allem, was wir auch machen, wir betreuen unsere Kunden auch um den ganzen Vorfall drumherum, weil da gibt es sehr, sehr viele Informationen auch. Oftmals, vielleicht ist es bei dir ähnlich, du willst dich gar nicht mehr so um dieses Thema kümmern. Du willst einfach nur noch, dass jemand sich darum kümmert. Das könntest du uns zum Beispiel abgeben. Aber wie gesagt, alle Informationen, was wir machen, findest du auf unserer Webseite. Jetzt der Punkt ist, wenn du vielleicht zur Polizei gegangen bist und sie haben bis heute nicht vorwärts gemacht sozusagen, ja, was kannst du dann machen? Leider ist es, wie gesagt, so, dass je nach Deliktsumme die Prioritäten natürlich anders gesetzt werden, auch bei den Behörden, ist ja vollkommen klar. Die haben auch nur ihre gewisse Anzahl Stunden und Manpower, die sie zur Verfügung haben, und müssen hier natürlich Prioritäten setzen. Aber sicherlich regelmäßig auch mal nachfragen bei der Polizeibehörde, ja, wie es jetzt ausschaut, dass du dich meldest, also nicht zurücklehnen und warten, bis sie aktiv werden, sondern dass du halt wirklich proaktiv auf die Leute zugehst und im schlimmsten Fall, wenn sie nicht vorwärts machen, dass du dir halt dann einen Experten hinzuholst, der dich dabei unterstützt, die Beweise zu suchen, das Ganze juristisch richtig aufzubereiten. Wie gesagt, das Wichtigste für dich ist, du musst dahin kommen, dass eine Strafanzeige umgesetzt wird. Nur dann kannst du an die Hintermänner kommen, weil die Kryptowährungen, die Banküberweisungen, die gehen jeweils an eine Plattform oder typischerweise an eine Plattform, die reguliert ist. Und da stehen immer Leute dahinter, die dieses Konto eröffnet haben, dieses KYC-Verfahren, Know Your Customer, die die Banken und Finanzinstitute auch bei den Kryptowährungen typischerweise machen müssen. Es ist nicht immer hundertprozentig so, aber oftmals, das habe ich so in der Vergangenheit gesehen, cashen die Betrüger die Kryptowährungen auch auf größeren Plattformen aus, weil dort einfach genügend Liquidität vorhanden ist. Und das ist der erste Schritt, den du machen musst, an diese Hintermänner zu kommen. Und die Daten werden natürlich nur rausgegeben, wenn es ein Strafverfahren gibt. Du kannst dich sehr gerne bei uns melden unter Hilfe bei Kryptobetrug, dir das kostenlose Erstgespräch auf der Webseite buchen. Dann machen wir sehr bald mal ein kurzes Gespräch zusammen, schauen uns deine Situation an, wo du stehst, was der beste Weg für dich ist. Und so können wir dich am optimalsten, am schnellsten unterstützen und mal schauen, wie es dann für dich weitergehen könnte. Ich wünsche dir viel Kraft bei der Umsetzung. Zeig es den Betrügern, weil es ist wichtig, dass wir hier gemeinsam vorgehen und kämpfen, dass immer weniger Leute auf solche Betrüger reinfallen.